Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin Tomek und heute habe ich hier zwei Formneuheiten aus dem aktuellen Hot Wheels Boulevard Set. Davon gucken wir uns jetzt eine genauer an, und zwar den 96er Honda Accord. Und dann gibt es in dem Set auch noch ein Ford Anglia Racer von 1967. Den schauen wir uns dann im nächsten Video an. Also am besten lasst da gleich ein Abo da, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Und jetzt ab zurück zum Honda Accord. So, und da haben wir jetzt ein Auto in Rennoptik. Real Rider natürlich, mit Gummibereifung und schönen Felgen drauf. Problem an den Felgen ist, sie stehen für meinen Geschmack etwas tief im Auto, da das Auto auch sehr tief gelegt ist. Ging es scheinbar nicht anders, aber durch die breite Hot Wheels Karosse, die, wenn man es jetzt hochrechnen würde, bestimmt, weiß ich nicht, 10 cm dick ist, sieht das irgendwie ein bisschen verboten aus. Ansonsten, Rückleuchten sind aufgedruckt, Scheinwerfer haben wir auch auf dem Auto. Wir haben sogar einen Auspuff hier hinten und einen Heckspoiler, und die Bedruckung ist generell eigentlich sauber. Ja, dann schauen wir mal ins Auto. Dazu gucken wir hier nochmal eben, hier sieht man nochmal schön, wie die Räder zu tief im Radhaus stehen, also für meinen Geschmack jedenfalls. Und wir haben hier noch einen Auspuff hinten an der hinteren Niete. Zwei Nieten halten das Ganze zusammen, bohren wir natürlich auf. Und wenn wir das gemacht haben, muss man auch ein bisschen aufpassen beim Auseinanderziehen, dass einem der Auspuff hier nicht flöten geht, so wie bei mir gerade. Ansonsten, ja, extra Teil verchromt, und man könnte ihn da hinten noch ein bisschen aufbohren, damit es auch aussieht wie ein Auspuff. Und dann haben wir hier noch die Bodenplatte, und da gibt es noch ein bisschen von der Sitzkonsole mit Pedalen und allem drum und dran, wie es sich bei einem Rennwagen gehört. Ja, weiter geht es dann jetzt mit dem Inlay. Da haben wir hier natürlich einen Schalensitz und ein bisschen Renngimmicks im Fahrzeug. Weiß nicht, Feuerlöschanlage, Tank, keine Ahnung. Ja, den Schalensitz finde ich etwas schmal. Ist wieder sehr für magersüchtige Rennfahrer gedacht. Liegt wahrscheinlich am Überrollkäfig. Man kann zumindest durchgucken, ist schon mal viel wert. Aber er ist halt sehr stabil und trotzdem flexibel ausgeführt. Und deswegen wird wahrscheinlich nicht mehr Platz für den Schalensitz geblieben sein. Finde ich ein bisschen schade, sieht ein bisschen ulkig aus, aber meistens kann man eh nicht so gut reingucken. Und ja. Hier haben wir noch einen Heckspoiler, das ist ein Metallteil, welches hinten ins Inlay gesteckt wird. Und dann haben wir hier noch relativ klare Scheiben-Inlays. Aber wie gesagt, wirklich durchgucken oder wirklich viel erkennen kann man eh nicht. Von daher fällt das auch mit dem sehr schmalen Schalensitz gar nicht auf. Zumal auch der Käfig wirklich sehr stabil ausgeführt wurde. Aber ansonsten finde ich das Auto und auch die Form sehr gelungen. Den Heckspoiler würde ich wahrscheinlich verschwinden lassen. Ein paar Dinge könnte man dran machen. Werde ich vielleicht irgendwann auch. Jetzt kommt er erstmal in die Kiste. Ich habe noch ein paar andere Projekte. Und vor allem muss ich mich noch um ein weiteres Video kümmern, denn der Ford Anglia ist ja auch noch mal da. So, dann möchte ich noch kurz loswerden. Das komplette Boulevard-Set findet ihr bei mir im Online-Shop. Link dazu gibt es natürlich unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten war es das jetzt erstmal. Wer auf die Anglia wartet, wie gesagt, ein Abo dalassen. Ansonsten würde ich mich sehr über ein Like freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Und das war es dann jetzt erstmal für heute. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin, bleibt gesund. Und ciao, ciao.